ich muss sagen, mein Mann ist auch total interessiert. Also er möchte zum Beispiel auch unbedingt Persisch lernen. Und ich bringe ihm das gerade so ein bisschen bei. Und ich bin draufgekommen, es gibt total viele Eselsbrücken. Und zum Beispiel, ja. Also das persische Wort Kir. Kir ist das männliche Geschlechtsteil. Ja, also Battle. Aber das erklärt auch, warum der Perser niemals auf den Kirtag gehen wird. Ja? Und eine Perserin besonders gerne Kiroyal trinkt. Ja, Kos ist das weibliche Geschlechtsteil. Ja? Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ich war im Sommer in Griechenland in Kos und es war sehr schön und warm dort, dann macht das durchaus Sinn in meinen Ohren. Apropos, es gibt im Persischen auch das Wort Fut. Ja, ja gibt's, ja. Alle immer so, sie sagt das, sie hat gesagt, sie hat Fut gesagt. Aber es gibt einfach das Wort auch genauso geschrieben, Fut. Ja. Es bedeutet paradoxerweise Blasen. Also ausblasen. Ja. Aber es ist dann jedes Jahr das Gleiche, wenn du Geburtstag hast, also ich, stehst du schon vollkommen deprimiert vor dieser Geburtstagstorte, weil du ein Jahr älter bist und deine gesamte persische Verwandtschaft steht um dich herum und schreit dich an. Food! 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 Sie ist die Perserkatze aus dem All, sehr groß, die mit den heißen Tatzen und dem Riesenmund, die mit der krassen Fratze aus dem Untergrund, die alles zerkratzt und das Bohnen ruft.